Hallo, heute gibt es eine Shopping-Party von mir. Und zwar war ich shoppen, habe auch ein paar Sachen zugeschickt bekommen, die wollte ich euch gerne zeigen. Und ich werde all meine Shopping-Hauls in die Infobox verlinken. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und alles, was ich mir gekauft habe, werde ich auch in die Infobox schreiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir fangen am besten mal mit Primark an. Und zwar habe ich mir eine Jeanshose bei Primark gekauft. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich mir jemals eine Jeanshose bei Primark kaufe. Ich soll bitte nicht arrogant rüberkommen oder so. Ich achte halt extrem auf Hosen, wie die sitzen und so. Und ich habe mal einmal eine Hose da anprobiert und das war Katastrophe. Dann habe ich diese Jeanshose gesehen da und habe mich direkt in diese Jeanshose verliebt. Die sitzt perfekt, Leute. Die ist einfach so schön geschnitten. Dieselbe Hose habe ich von Zara, nur in eine andere Farbe. Und die Hose von Zara ist viel teurer. Die Hose von Zara leiert richtig, aber die von Primark ist überhaupt nicht so. Da war ich auch selber in Schock. Ich zeige euch mal hier ein Bild. Hier könnt ihr jetzt ein Bild sehen, wo ich die Hose trage. Weil, wo ich die Hose gepostet habe, also mein Outfit, was ich an dem Tag anhatte, auf Instagram gepostet habe, die sind so abgegangen. Meine Follower sind so abgegangen. Oh Gott. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, das schreibe ich euch hier hin. Jeder, aber wirklich fast jeder hat mir geschrieben, woher hast du diese Jeanshose? Ich habe den meisten nicht geantwortet, weil ich habe mir gedacht, ich drehe ja sowieso darüber ein Video. Und die Hose kostet nur 17 Euro. Und die sitzt einfach nur perfekt. Ich habe nicht einmal bereut, dass ich mir diese Jeanshose gekauft habe. Das Schöne ist halt dran, dass es nicht zerrissen ist. Das ist ein Röhrenjeans, das sitzt perfekt, das leiert nicht. Weil ich glaube, seit 2 Jahren kaufe ich mir immer diese gerissene Jeanshosen. Die sitzt einfach nur perfekt. Dieselbe Hose gibt es in Grau und in ein Dunkelblau. Ich habe mir die auch in Grau gekauft. In Grau ist die noch geiler, Leute. Hier zeige ich euch auch direkt ein Bild. Da sind meine Follower auch ausgerastet, haben gesagt, woher ist die Hose, woher ist die Hose? Die Hose ist von Primark. Und viele meiner Follower haben gedacht, dass die Hose von Zara ist. Die ist aber nicht von Zara, die ist von Primark. Ich wollte immer schon eine graue Jeanshose haben. Ich hatte mir mal eins von Zara gekauft. Die ist aber leider kaputt gegangen. Von hier, ich zeige es euch, von hier ist die kaputt gegangen. Kein Mensch weiß warum, ich hatte die an und die ist auf einmal gerissen. Keine Ahnung warum. Die graue Hose sitzt genauso wie die Jeanshose im Blau. Dann habe ich mir noch diese Latschen gekauft von Primark. Das ist halt ein Kunstfell, die sind ja zurzeit richtig in. Ich wollte mir die eigentlich in Stuttgart von Pimki kaufen, aber die Dana meinte, 20 Euro gibt es für diese Schuhe nicht aus, weil Dana die nicht mag. Du wirst auf jeden Fall die bei Primark kaufen, die kosten 8 Euro und ich finde für einen Sommer reicht es halt. Ich finde 8 Euro ist gar nichts, bei Pimki haben die 20 Euro gekostet und die Dana so, du wirst die auf gar keinen Fall holen, du holst dir die von Primark, ich bin so, alles klar. Und dann am Ende hat sie mir die selber geholt, weil ich die nicht gefunden habe. Ich finde die halt schön, die sind halt sehr innen und ja, ich freue mich auf jeden Fall die zu tragen. Ich habe die in 38,5. Ich glaube, diese Latschen fallen sehr, sehr klein aus. Und die gibt es auch in mehrere Farben, aber ich wollte die unbedingt in Schwarz haben. Dann habe ich mir 2 T-Shirts von Primark gekauft. Aber von Herrenabteilung. Das hätte ich auch niemals von mir erwartet, dass ich die Mama zur Herrenabteilung gehe und mir da T-Shirts kaufe. Ich finde die aber halt einfach schöner. Die haben einen ganz anderen Stoff. Das ist das T-Shirt. In rosa mit V-Ausschnitt, in Größe S. Das kostet 2,50 Euro. Krass, oder? Im Sommer mag ich es, wenn die T-Shirts etwas breiter ausfallen. Deswegen habe ich mir das auch in S gekauft. Und bei Damenabteilung haben die zu einen krassen Stretch-Anteil, dass es so richtig an deinen Körper klebt. Und das muss manchmal nicht sein. Und ja, es ist halt ein ganz normaler T-Shirt. Aber falls ihr so lockere T-Shirts sucht, Leute, geht zu Primark und holt euch die von Männerabteilung. Die gibt es immer im V-Ausschnitt und Rundausschnitt. Und die kosten einfach nur 2,50 Euro. Und dann habe ich mir das auch im Bordeaux gekauft, aber in Rundausschnitt. Also ich mag halt einen runden Ausschnitt. Das hat auch 2,50 Euro gekauft. Bordeaux mag ich sowieso. Wie gesagt, ich mag halt diese breite T-Shirts im Sommer. Das ist voll so meins. Ach so, und schwarz habe ich mir auch eins gekauft.
auch mit einem V-Ausschnitt. Das werde ich ab jetzt immer so machen, das hat die Dana immer gemacht. Und ich habe immer zu ihr gesagt, woher hast du diese T-Shirts? Wenn ich mir T-Shirts von Primark oder H&M kaufe, kleben die an meinem Körper. Diese habe ich von Primark Männer, Herrenabteilung meine ich. Ich rede wieder zu schnell. Auf jeden Fall, genau, das sind halt ganz normale T-Shirts, die man immer tragen kann mit V-Ausschnitt. Und die kann man auch mit allem kombinieren, wenn man halt einfach so einen chilligen Tag hat. Ich habe die ja auch für 2,50 Euro gekauft. Und falls ihr euch die T-Shirts bei Männerabteilung kauft, dann müsst ihr die auf jeden Fall in ein oder zwei Nummern größer kaufen. Genau. Dann war ich auch noch bei Mango und habe mir 4 T-Shirts gekauft, Leute. Ich trage halt im Sommer sehr gerne lockere T-Shirts. Einmal das hier, das hat mir halt gefallen, weil das an den Ärmel so geschnitten ist und hier so ein Muster, Palmen und Champignons. Flamengo und Pilze Flamingo. Meinte ich. Flamingo meinte ich. Die Oceanpilze. Ja, grau trage ich auch sehr gerne. Dann habe ich hier noch ein T-Shirt. Das hat mir sehr gefallen. Das ist Manhattan. Irgendwo in Manhattan. Die Farbe hat mir halt auch sehr gefallen, weil es dunkel ist und ist auch sehr, sehr locker geschnitten. Also trägt man halt breit. Und solche T-Shirts kann man immer tragen. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt bei Mango gekauft, I'm in love. Verliebt bin ich nicht. Das hat mir gefallen, wenn es schwarz-weiß ist. Und ich habe bemerkt, dass ich keine schwarz-weiße T-Shirts habe. Ja, ist halt auch sehr locker getragen. Dann habe ich mir nochmal ein T-Shirt bei Mango gekauft, ist auch beschriftet in Rot. Ihr wisst ja, Rot ist meine Lieblingsfarbe. Ich liebe halt Rot. Little Bad Girl, yeah. Ja, wie gesagt, ich liebe die Farbe Rot. Die Ocean liegt da und macht mich auf. Ich mag halt solche T-Shirts, die halt so beschriftet sind, etwas locker sind, wenn man die trägt. Das ist voll so mein Ding und ich bin sowieso im Sommer so der Jeanshosen-Typ, sage ich mal. Es ist selten so, dass ich Kleider und so trage. Genau, dann habe ich etwas von Shein bekommen und zwar durfte ich mir da Sachen aussuchen. Einmal ist es der Pulli hier in beige, der ist halt so zerrissen, ist locker zum Tragen. Ich weiß, viele werden sich jetzt fragen, was geht denn bei dir ab, warum bestellst du die Pullis im Sommer? Aber ich habe die Sachen schon lange bestellt, die sind erst jetzt angekommen. Und der Pulli gefällt mir so, vor allem die Farbe beige und das ist halt so, ist locker, geht etwas leicht über die Schulter. Hier ist es überall so zerrissen. Passt auch irgendwie schon so zum Sommer, weil ihr wisst, in Deutschland gibt es keinen Sommer, Leute. Das müssen wir akzeptieren. Fertig. Und manchmal wird es abends kalt, dann ich bin so ein Schuppen, die ist einfach sinnvoll. Ich weiß gar nicht. Sorry, ey, ich kriege jetzt Lachanfälle, keine Ahnung warum. Dann habe ich mir denselben Pulli natürlich auch in Bordeaux bestellt, weil einer nicht reicht, muss ich mir direkt 2 bestellen, damit ich die direkt in einer Farbe habe. Oh, das hatte ich getragen. Nee, das stinkt nicht. Pullis habe ich mir in S bestellt, weil ich wollte es schon etwas lockerer haben. Also falls ihr euch die Pullis bestellt, dann auf jeden Fall eine Nummer größer und die Seite werde ich euch in die Infobox verlinken und die Sachen auch. Das ist halt der Pullover in Rot. Von hinten sieht er so aus, ist halt auch leicht zerrissen. Das hatten auch so viele Blogger an und ich habe mich immer gefragt, woher haben die diesen Pulli? Bis irgendwann mal ich gesehen habe, woher die das haben. Und dann habe ich mir ein Kleid bestellt, Leute. Und zwar, ich hatte mir 3 Kleider ausgesucht. Ich wusste nicht, welches Kleid ich mir bestellen soll. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt und meine Snapchat-Family, welches ich bestellen soll, habe alle 3 denen gezeigt und die haben sich alle für dieses Kleid entschieden. Ist das nicht schön, Leute? Das ist lang und ich muss sagen, das ist auch nicht durchsichtig oder so. Also die haben echt schon sehr gut dran gearbeitet, dass es nicht durchsichtig ist. Weil bei solchen Kleidern ist das meistens der Fall, dass das Kleid immer durchsichtig ist und dass man da immer was drunter tragen muss. Aber es ist halt nicht durchsichtig oder so. Nur hier oben ist es etwas durchsichtig. Und das hat halt einen sehr tiefen Ausschnitt.
Das hat auch eine Schleife, also das ist so wie eine Schleife, wo man das halt unter der Brust zumachen kann. Das Kleid ist lang, ich habe mich in den Farben von dem Kleid verliebt. So halt Blumen und das ist jetzt zurzeit richtig in. Ich kann euch das mal hier so kurz zeigen. Jetzt bin ich voll motiviert. So. Die Farben haben mir auf jeden Fall sehr gefallen. Rot ist ja meine Farbe, habe ich heute schon 125.000 Mal erwähnt. Die Ärmel haben mir auch so sehr gefallen, weil die hier ganz unten halt etwas enger sind. Und hier sind die leicht gepolstert. Das hat mir auch sehr gefallen. Der Ausschnitt ist sehr tief. Da ich nicht so gerne Ausschnitt trage, werde ich halt einen weißen Spaghetti-Träger drunter tragen. Oder so eine Cremefarbe. Wie hier zum Beispiel, nee, Champagner würde ich sagen. Ist halt so eine Champagnerfarbe. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das Kleid hat mir sehr gefallen und an meine Follower auf Instagram und meine Snapchat-Family großen Dank, weil dank euch habe ich mir das Kleid bestellt. Wo ich das gepostet habe auf Snapchat, ich glaube, ich hatte 160 Screenshots und ich habe gesagt, okay, das wird's. Und auf Instagram haben die dann unter irgendeinem Bild kommentiert, welche Nummer ich nehmen soll. Da haben mich auch sehr viele gefragt, woher das Kleid ist. Das Kleid ist von Shein, das könnt ihr euch gerne bestellen. Ich habe mir das in S bestellt. An der Brust passt das sehr gut. Von unten rum ist das halt eigentlich egal. Also das ist ja sowieso locker und das ist lang. Ja. So, das war's auch schon. Das waren heute nicht so viele Sachen, sonst kaufe ich mir ja immer so viele Sachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo. Ich freue mich über jeden Abo. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao!